Wir machen heute ein Yuno-Gasai-Make-up-Tutorial. Fangen wieder damit an, die Haare aus dem Weg zu machen. Das, was ich heute als erstes mache, was ich das letzte Mal vergessen habe, ich mache meinen Hanfbalsam auf meine Lippen, damit die nachher ein bisschen besser aussehen. Ich neige zur kalten Jahreszeit zu sehr trockenen Lippen. Und die reißen dann auch manchmal und das ist nicht so cool. Ich kann da wirklich jedem so einen Hanfbalsam empfehlen von The Hemp Line. Dann beginnen wir mit Primer. Und dann beginnen wir auch gleich mit der Foundation und Concealer. Ich mache den Concealer an Stellen, die ich highlighten möchte. Und dann nehme ich mir meine Dermacol Foundation, nehme mir einen Pinsel und verblenden das. Alle Produkte, die ich verwende, verlinke ich außerdem unten in der Beschreibung. Also falls ihr was Bestimmtes daraus sucht, schaut einfach in die Beschreibung. Ich will das jetzt nicht unbedingt ständig in die Kamera halten, was ich verwende, weil das ziemlich zeitaufwendig ist. Und falls ich irgendwas vergessen habe zu verlinken, dann schreibt mich gerne einfach auf Instagram an. Oder schreibt es einfach in die Kommentare so, yo, was findest du davon? Jetzt verwenden wir Puder. Und jetzt gehen wir erstmal zum Contouring. Wundert euch nicht, mein Freund macht jetzt im Hintergrund noch ein bisschen was. Falls ihr mal ein oder ein oder ein hört, das bin nicht ich. So! Yay! Contouring ist fertig. Jetzt beginnen wir bei den Augen. Und zwar fangen wir mit den Augenbrauen an. Ich habe jetzt pinke Augenbrauen. Dann machen wir jetzt mit den Augen weiter. Und zwar machen wir da Eyeshadow drauf. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was genau ich jetzt mit meinen Augen machen möchte. Ich denke mal, ich werde ein bisschen schwarz einarbeiten. Und das Ding ist, ich habe das letzte Mal mit schwarz gearbeitet, als ich ein Emo war, also so 2013. Demnach weiß ich noch nicht so ganz, was das jetzt werden soll oder wie das jetzt was werden soll. Aber ich werde es versuchen. Aber weil das noch nicht cool genug ist, setze ich auch noch rosa ins Innere meiner Augen. Oben das Schwarz noch ein bisschen mehr verblenden. Wir wollen aber sicher nicht nur ein bisschen Farben auf unseren Augen. Wir wollen auch Glitzer. Glitzer ist cool. Dazu verwenden wir die Essence Witch Side Palette, die ich eigentlich nur gekauft habe, weil diese Augen wackeln. So cool, okay? Und wir verwenden den Power Ton. Nehme ich halt einfach wieder das Pink. Das Ding ist, wir machen diesmal unsere Augen so ein bisschen so, dass wir ein bisschen unsere Tränensäcke sehen und gehen leicht unter denen lang. So ungefähr. Nehmen wir noch unsere Candy Pastels Palette, mit den Highlights am Auge setzen, mit dem Milkshake Ton. So, und jetzt kommen wir zum Eyeliner. Also, Yuno hat zwar ziemlich runde Augen, aber ich finde einfach persönlich, dass es nicht so direkt dazu passt. Und ich finde, wir wollen Yuno eher ein bisschen edgy wirken lassen. Und deswegen ziehen wir die Augen ziemlich spitz.
Dann ziehen wir wohl mal den zweiten. Tada! Also es sind nicht hundertprozentig Twins, aber sie sind da drin und nichts kann perfekt sein. So, dann machen wir jetzt die anderen Chips. Eine Löschung. Huh? Außerdem solltet ihr immer daran denken, selbst wenn ihr euch gerade schminkt, solltet ihr hydrated bleiben. Schön immer trinken. Wir machen jetzt unsere Wimpern. Die unteren Wimpern mache ich auch, aber nur da, an den Stellen, wo ich mir keine Wimpern aufgemalt habe. Also hier hinten wird es bescheuert aussehen, aber hier vorne könnt ihr das gerne auch machen. Jetzt machen wir Highlighter. So Leute, jetzt kommt mein Lieblingspart. Wimpern. Ich habe so keinen Bock, Wimpern drauf zu machen. So Leute, ich mag den Wimpernpart nicht, weil... Erstens, Wimpern jucken. Wimpern jucken des Todes auf dem Lid. Und das mag ich nicht. Zweitens, wenn ich mir Wimpern drauf mache, dann wollen die nicht halten. Also das ist denen egal, wie viel Kleber ich da drauf mache. So, die denken sich so... Ja, nee, nicht auf deren Augen. Das ist doch viel zu langweilig, da drauf zu halten. So. Drittens, wenn ich mir Wimpern drauf mache, die nicht halten, dann entsteht hier vorne so eine Nässe und Kälte. Hier vorne in diesem... Ja, da. So. Wirklich an Leute, die sich jeden Tag Wimpern drauf machen. Warum macht ihr das? So jetzt mal for real. Das macht einen guten Effekt. Aber es fühlt sich nicht gut an. Warum macht ihr das? So Leute. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Sollen wir mal die Bürste unten aus dem Bad holen? Welche Bürste? Die Haarbürste. Achso. Ich overline meine Lips gerne. Als sich das für mich halt einfach am besten anfühlt. Ich mach gerade Lippen. Mach ich Lippen. Dann hast du jetzt wahrscheinlich auch Lippenstift drauf. Yeah. Sorry Leute, mein Akku war alle. Tada! Jetzt warte ich kurz, bis die trocken sind und dann mache ich da noch ein bisschen Highlight drauf. Und jetzt machen wir die Kontaktlinsen rein. Was ist das? Ist das für mich? Meine Schuhe! Nice. Ich bin fertig. Vielen Dank fürs Zusehen bei meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, den Look nachzuschminken, falls ihr euch dafür entscheidet. Ich würde mich außerdem über eine positive Bewertung freuen. Natürlich, wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch den Daumen nach unten da lassen. Und vor allem ein Abonnement. Und dann sehen wir uns bald wieder.